Mama-Training ist ein speziell entwickeltes Fitness- oder Workout-Programm für Mamas mit Babys in der Trage. Der Fokus wird gelegt auf schonenden Beckenboden, also alle Übungen werden mit schonenden Beckenboden gemacht. Wir trainieren den Beckenboden gleichzeitig, der nach einer Geburt halt meistens nicht mehr so ist, wie er vorher mal war. Und wir bauen halt alle möglichen Muskeln, die halt in der Schwangerschaft und bei der Geburt verkürzt sind, wieder auf. Das heißt Beinmuskeln, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln. Es ist nicht gefährlich, das Training, weil die Kinder sind in einer geeigneten Tragehilfe. Das heißt, wir achten genau darauf, wie die Kinder sitzen, dass die einen runden Rücken haben, dass die Anhock-Spreizhaltung gegeben ist. Und wir tragen die Kinder eh als Mama oder als Papa. Und so ist es halt noch besser. Man hat die Hände frei, man hat eine Trage und man kann Sport machen. Und wir achten halt auch auf die Übungen, die halt speziell extra für Mütter entwickelt sind. Ja, es macht super viel Spaß und ich überlege schon, den zweiten Kurs gleich hinterher zu machen, weil es doch sehr viel Spaß macht, wenn der Kleine ganz glücklich hier ist. Also ich mache hier mit, zum einen, weil man das Kind halt nicht abgeben muss. Das Kind macht halt mit Sport, man benutzt es zum Anfang als Gewicht und in der Trage fühlt es sich einfach wohl. Also mein Kleiner, der findet das immer ganz toll, dann an mir dran zu sein und ja, ich werde halt wieder fit. Mamas teilnehmen oder auch Papas. Bei den Mamas ist es wichtig, dass der Gynäkologen-Check hinter einem haben. Das ist zwischen 6 bis 12 Wochen nach einer Geburt. Und dann gucken wir, ob eine geeignete Tragehilfe vorhanden ist. Ansonsten kann man sich bei uns Leihtragen ausborgen. Und ja, dann darf die Mama einfach zu uns kommen mit Baby und Sport machen und das Baby dabei haben. Und ja, meistens sind die Babys sehr entspannt und schlafen ein, genießen die Nähe und wir können halt richtig Sport machen.